Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Dietmar Hopp hat sich zum Feindbild des BVB entwickelt. Urheberrecht Sport 1 Montage, Getty Images, 8. Februar 2019, 23.53 Uhr. Seit Hoffenheims Bundesliga-Aufstieg 2008 ist Hopp für die BVB-Fans ein rotes Tuch. Am Samstag trifft Dortmund erneut auf Hopps Hoffenheim. Sport 1 blickt auf die Fehde zurück. Borussia Dortmund und seine Fans, das ist eine Verbindung, die mittlerweile europaweit ein Mythos ist. Die BVB-Anhänger sind laut begeisterungsfähig und treu, aber auch kritisch. Dabei schießen sie bisweilen über das Ziel hinaus. Beim Auswärtsspiel in Hoffenheim enthüllten BVB-Fans in der Hinrunde zum wiederholten Mal ein geschmackloses Fadenkreuzplakat gegen TSG Metzen. Dietmar Hopp, der für viele Dortmunder Anhänger ein Feindbild ist. Seit der Hoffenheims Bundesliga-Aufstieg 2008 ist Hopp für die BVB-Fans ein rotes Tuch. Das auf Gegenseitigkeit beruhende Unverständnis schaukelte sich im Lauf der Jahre immer wieder hoch. Punkt. Sport 1 blickt auf die Fehde zurück.